Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Mikrofon zum Laufen bringe, deswegen versuche ich es einfach so mit Schreien. Wenn Sie mich schlecht hören können, sagen Sie bitte Bescheid. Im Namen des Gutenberg-Lehrkollegs begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Symposium Forschung in der Lehre. Forschung und Lehre, Lehre und Forschung. Meine Damen und Herren, wie oft geht uns dieses Wortpaar über die Lippen? Wie gern beschwören wir die Einheit, die Humboldtsche Einheit von Lehre und Forschung? Und doch, wir Lehrenden kennen nur zu genau die Klage, dass wir vor lauter Lehrbelastung überhaupt nicht mehr anständig zur Forschung kommen. Und die Studierenden kennen auch sehr genau den Stoßseufzer, ob denn dieses Forschungszeug jetzt auch noch zu den Prüfungsanforderungen gehört. Wir erleben also ganz offensichtlich Forschung und Lehre als konkurrierende Anforderungen im Wettbewerb um unsere Zeit. Was läge also näher, als diese beiden einfach miteinander zu verbinden? Wie sieht es aus mit der Lehre in der Forschung? Völlig klar, machen wir jeden Tag die Forschung, wie wir sie kennen, wäre zumindest in meinem Fach der Biologie überhaupt nicht vorzustellen, ohne die Beiträge derjenigen, die bereits produktiv forschen und noch von erfahreneren das Forschen lernen, Doktorandinnen, Doktoranden, junge Postdocs. Und doch ist natürlich die Frage, ob das Forschen lernen in der bestmöglichen Form passiert und ob es zum optimalen Zeitpunkt passiert. Wie sieht es umgekehrt aus mit der Forschung in der Lehre? Auch da könnte man sagen, selbstverständlich, spätestens in den Masterarbeiten, in vielen Programmen, in vielen Fächern, schon in der Bachelorarbeit, fangen die Studierenden doch an, forschend aktiv zu werden. Aber vorher, in der Lehre von Semester zu Semester, wie erwerben unsere Studierenden den forschenden Habitus, der im Leitbild unserer Universität ebenso wie in der Lehrstrategie gepriesen wird als ein zentrales Anliegen unserer Lehre? Ist in den eng gestrickten Stundenplänen von Bachelor- und Masterprogrammen forschendes Lernen überhaupt unterzubringen? Das sind Fragen, die mich umtreiben, Sie wahrscheinlich auch, sonst wären Sie nicht hier. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es heute einen ganzen Tag lang um genau diese Themen gehen wird. In einer intensiven Folge von Vorträgen und anschließend einer Publikumsdiskussion, in der Sie dann auch mit Ihren Fragen und Ihren Antworten sich einklinken können. Bevor wir mit den Vorträgen loslegen, möchte ich gern vorab schon mal ein Wort des Dankes unterbringen, allen voran für die unsere Geschäftsführerin, Frau Moritz, und ihren Helferinnen und Helfern für die Vorbereitung dieses Symposiums. Und ich freue mich, dass der Präsident unserer Universität, Professor Georg Krausch, ein Grußwort an uns richten wird.